Hallo. Na? Guten Abend. Wie geht's? Hallöchen. Was soll denn? Push. Genau. Guten Abend, Ordi. Guten Abend, Buddy. Na, wie geht's? Wie war euer Dienstag?
Bis vorhin noch ganz okay. Oje. Und dann habe ich es gesehen. Naja, gut. Gibt Schlimmeres. Oh, dunkel und Regen. Ach, du willst mich doch verarschen. Das ist ja richtig toll. Einfach ins Bett legen. Nur gib Minecraft-Con, was? Bei Minecraft-Con Lurk? Content. Okay. Ich habe das Gefühl, ich wollte hier irgendwas einfangen. Weiß ja nun nicht mehr was. Ah. Ach, du hast, du wurdest von der Gronk-Sub, also bei Gronk-Sub-Bombe getroffen, oder? Ach, Gronk, Willibert und Snarf kenne ich noch gar nicht. Ja, okay. Die beiden Emotes kannte ich so noch gar nicht von ihm. Ach, das wäre doch von irgendwas anderem. Ich habe das Gefühl, wir brauchen mal wieder mehr Blumen. So, wie sieht's denn hier aus? Wie sieht's denn hier aus? Ja, eigentlich erstmal. Echt? Soll ich hier mal alles ruhen, wobei ich glaube, ich lasse es erstmal stehen, ich muss sie auch wieder füllen können mit neuem Zeug. Die Fluid Extract. Ah. Ich sollte den vielleicht nicht im Stream so platzieren. Jetzt nochmal richtig moin. Moin. Geht's? Wie steht's? Nun. Heute war ein schwieriger Tag. Aber wird. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Was wollte ich denn beim letzten Mal machen? Ich glaube, ich wollte mir den Bohrer bauen, habe aber festgestellt, dass es nicht so einfach wird. Und es deswegen dann wieder sein gelassen. Nicht diesen Bohrer, sondern diesen Bohrer. Mir fehlt Plastik. Und Pink Slime. Ja, das
Habe ich dann doch wieder verworfen. Aber interessant, dass es unterschiedliche Arten von Bohrern hier gibt. Naja, 5x5. Also mit den Thermalbohrern würde man 5x5 abbauen können. Das ist ja das, was ich mit dem Hammer auch schon mache. Abzüglich von den vier Eckdingern. Ah, okay. Den Latex nachgucken. Was ist hier drin? Meinst du, mit meinen Latex nachgucken? Ja, war nix. Dass ich hier noch einen Block platzieren muss? Ja. Blöcke, die du mir aber gegeben hast, ich war schwierig. Ah, hier. Müsste doch eigentlich auch so gehen. Wäre nur da dran sein. Ja, genau. Na toll. Es regnet nicht nur im Spiel, sondern auch in RL. So. Was ich hier mache, weiß ich noch nicht. Die, was man hier hinbauen kann. Boah, das ging mir jetzt auch mal ab. Braucht ja auch kein Mensch mehr. Ja, dann muss er halt noch Blumentöpfe setzen. Eine Tür habe ich gerade nicht dabei. Hier kann auch noch ein bisschen was hingebaut werden. Für solche Details fehlt mir manchmal die Idee. Hier wollte ich mit diesem Ferrus Juniperholz noch eine kleine Hütte bauen. Mal schauen, ob ich oder wie viel ich davon jetzt habe. Es sind jetzt nicht so viele. Natura wahnsinnig wachsen wollten. So, wo habe ich denn die gepflanzt? Die Ferrus Juniper. Habe ich die bei diesem Anlauf gar nicht gepflanzt. Doch, hier, oder? Nee. Das ist Tropenholz. Habe ich denn diese Ferrus Juniper angebaut und... Hier, das sind die. Mal ganz kurz was nachgucken. Ich bin gleich wieder da.
Moment. Oh, da bin ich wieder. Wollen wir schnell schauen, ob das im Badezimmer das Fenster zu ist. Nimm Platz, Regen. Spielchen, danke schön. Ding dort. Nein, ich habe keine Rufbereitschaft mehr. ja. So. Mal eben die Setzlinge hier einsammeln von dem Ferrus Juniper. Über Baby. Oh, wir haben tatsächlich mal einen Ferrus Juniper Log bekommen. Oh, das ist ja mal ganz was Neues. Das, das ist ja mal spannend. Ich dachte, man kriegt nur noch direkt die verarbeiteten Varianten. Wenn ich schon mal hier bin, ein bisschen was von dem Holz nehme ich auch schon mal mit. Eigentlich will ich ja noch die Holzsorten hier sammeln, also dass wir halt unterschiedliche Holzvarianten haben. Wir müssen mal herausfinden, was mit diesen Natura-Bäumen ist, warum die nicht wachsen. Biomspezifisch wachsen oder so. Warum baut man Forestry-Bäume an, kommen plötzlich Schmetterlinge. Erstmal Insektenschutzmittel hier ausbringen. Nein, natürlich nicht. So, dann... Mein Grooven. Oh, ich hab's befürchtet. Die kann man nicht so einfach abbauen. Und vor allem, die gehen auch immer in die Tiefe, also in die Erde.
Hier funktioniert es mit dem Tinker-Abbau nicht so gut. Und vor allem nehmen die mir meine Erde weg. Gut, das ist sandige Erde, die kann ich damit normaler Erde ersetzen. Nicht durchaus auch ganz gut ist, aber nicht so ganz hierüber die Intention. Mich da das von Bäumen ausreißen lassen. Fällt mir an, habt ihr eigentlich dieses Jahr auch irgendwie super große Mücken irgendwie? Bin diese Nacht aufgewacht, weil an meiner Zimmerdecke einfach eine riesengroße Mücke geflogen ist. Die war noch nicht mal bei mir, aber ich habe sie schon gehört und bin davon aufgewacht. Gut, ich wache auch schnell auf, das muss ich auch sagen, aber das ist mir dann doch neu, dass ich schon nur durch die Anwesenheit einer Mücke im Zimmer wach werde. Meinst du eine starke? Nein, ich meine eine Mücke. Eine blutsaugende, stechende Mücke. Schnaken sind was anderes. Schnaken sind ja friedlich. Ich meine, das sind nicht die ersten großen, die ich dieses Jahr sehe. Also irgendwie, weiß nicht, um die Viertel, um Hälfte größer als die man sonst so kennt. Wie diese eingewanderten Mücken, die in unseren Mücken, das Blut klar. Das habe ich mich auch schon gefragt, weil dieses, gut, ich kenne mich jetzt nicht so genau damit aus, aber sie sahen den, vom Aussehen her waren sie schon noch genau wie alle anderen, aber halt eben in einem sehr großen Exemplar. Das hatte ich letztes Jahr hier noch nicht, auch wenn ich gerade mal erst ein Jahr hier bin. Habe ich hier alles im Inventar, ins Inventar gekriegt. Das Kiefernholz, Mangrovenholz, Limettenholz. Das kann hier alles rein. Halte ich mal. Mangrovensetzling, Silberlinde, Obstbirne. Ferrus Juniper. Beckled Wood Serum. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Artienholz. Holz war relativ rot, ne? Ich habe die Tage das erste Mal eine Tigermücke gesehen. War auch erschrocken, wie riesig die einfach sind. Unsere heimischen Mücken sind dagegen echte Winzlinge. Oh, so in der Art sehen die auch, sahen die auch aus. Ich meine, gut, die, ne, sind jetzt auch nicht unbedingt gut auseinanderzuhalten. Versus Tigermücke versus normale Mücke.
durch eine tiefschwarze Färbung. Eine Tigermücke ist eine kleine. Durch ihre kleine Größe passt die asiatische Tigermünze bequem auf eine 1-Cent-Münze. Bei großen Insekten kann es sich daher nicht um die invasive Art handeln. Also Tigermücken sollen eher kleinere sein? Japanische Buschmücken, Ringelmücken. Oh, die kann es auch sein. Bekannt als große Hausmücke. Aha. Interessant. Boah, die Hausmücke. Also demnach ist diese Tigermücke eigentlich eher eine eher kleine Variante. Das, was ich hatte, war ja schon ordentliches Stück Mücke. Und schon ist es Nacht geworden hier. Bandmücken. Soweit habe ich das dann nicht erkennen können. Sah halt aus wie eine Mücke und gut erkennbar die weißen Färbungen an den Gliedmassen. So dachte ich halt auch. Ja, ne, also es ist echt nicht einfach, die Viecher auseinanderzuhalten. Ja. Das ist gar nicht so leicht. Das sieht aus wie eine Mücke, selbst wenn es dann die Prügel deiner Nachbarn aus dem Haus gesucht ist. Also merke Kirschholz nicht ganz so nah dran am Gebäude bauen. Schade. Dann sind die halt auch schnell. Nee. Wobei die sich mit einer handelsüblichen Fliegenklatsche eigentlich auch recht gut. Gerade so, wenn die unter einer Decke rumfliegen oder an der Wand sitzen, relativ gut umnieten lassen. Oder zumindest betäuben. Und sie dann anschließend umnieten kann. So, dann lassen wir nochmal eben was futtern im Spiel.
Noch irgendwo. Zu lange nach Mücken gesucht. Rode ich ja doch den Wald. Die Musik ging jedenfalls steil. Ja. Finde ich eigentlich auch ganz gerade ganz nett. Wenn wir einen Kettenangriff starten. Bei Kettensäge im Spiel und im Xenoblade gibt's halt Kettenangriffe als Spielmechanik. Formidabel ja. Ahornlaub gibt's nur Eichenholz. Aber da hinten hatten wir zwischendurch schon mal Ahornlaub gekriegt. Ahornholz. Habe ich schon weggetan, aber. Weide. Schafe freuen sich auch über eine Weide. So, wieder mal Saplings einsammeln, aber ich muss erst mein Holz loswerden, sonst wird das nix. Gucken, ob es hier hinten noch was gibt. Sieht ja gerade nicht danach aus. So, komm vorbei. Ja, bei Xenoblade 1 geht's ja immer noch und ich komme immerhin tatsächlich ab und zu immer noch dazu, weiter zu spielen. Bin jetzt bei irgendwie 60 Stunden oder so und macht schon Spaß. Weil ich glaube, ich würde mit dem zweiten Teil noch ein bisschen mehr Spaß haben. Weil der erste Teil doch manchmal sehr, sehr klassisch grindig ist. Was ist das für ein dunkles Holz? Ach, Teakholz, ne? Ja, Teakholz. Können wir eben ein bisschen Zeug hier einlagern. Nicht unbedingt die Setzlinge, sondern eher die
Sowas hier. Nein, 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 ich hab grad noch Setzlinge versehentlich da reingepackt. Habe ich offenbar früher auch schon mal. Eieiei. Ja, warte, dass wir hier in der Region sind bei 4, 5. 1. Ich glaube, die habe ich da reingeschmissen. Habe ich die Tropenbaumsetzlinge. Oh. Ich habe die Tropenbaumsetzlinge nicht mitgekriegt. Ah. Hier kriege ich irgendwie nur noch die ganzen Kirschen mit. Ach, so Mist. Gerade von den Tropenbaumen habe ich noch nicht so viel. Ich habe hier aber auch keinen Dschungel in der Nähe oder so, ne? Das ist alles kein Dschungel, was hier so... Na, hier ist eher ein kälteres Gebiet. Hier ist zwar wärmer, aber dafür zu trocken. Hier sind wieder furchtbar. Ach je. Hm. Tropenbaum. Hier ist feucht, aber zu kalt. Hier ist nur Wiese. Ich muss sagen, hätte man sich die Welt vorher generiert, so ganz der hübscheste Spawn, der so Spawn-Region ist das hier nicht, ne? So von der Nähe her. Sehr viel Wasser in der Umgebung. Und dann großes, karges Gebiet. Aber auch das könnte ich eigentlich mal so ein bisschen aufdecken, um quasi meine Karte zu vervollständigen. Damit ich hier nochmal ein bisschen was eingesammelt habe. Die hier jetzt rumfliegen. Hier sind echt eine Menge von denen. Ist das Minecraft in Space? Shailu, guten Abend, hallo. Nicht so ganz. Ach ja. Andererseits, wir haben schon Aliens hier. In lauter Farben und Formen. Das sind echt eine Menge hier. Das sind... Ich bräuchte tatsächlich irgendwie nochmal Tropenbaum... Tropenbäume. Punkt. Lass mich das hier mal eben zum Lager bringen, also zu den Lagerkisten. Das hier kommt gleich hier mit rein. Das hier hin. Dann Kirschen werde ich nicht los. Ich werde mal Tropenbaum, Ferrus Juniper und... die drei Varianten hier anpflanzen, weil ich von denen noch echt wenig habe.
Tanne müssten wir eigentlich genug haben hier. Schwarzeiche ist auch noch sehr selten. Hey John, guten Abend. Hallo John, wie geht's euch? War euer Dienstag? Mangrove muss mal gucken. Ja, ich hatten wir jetzt auch ein bisschen was. Teak muss ich auch noch anbauen. Und hier noch mehr von denen. Spacecraft. Ne, es gibt ja eine Mod hier für Galactic Craft. Antique. Und die Ferrus Juniper. Mach ich mal irgendwo hier drüben. Hallo Bot. Na, Bot, hattest du schon einen effektiven Tag? Hast du schon Wärme produziert genug? Genug Ressourcen verschwendet? Ja, Shailu, wie geht's dir? Auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Top. Passt. Von dem will ich ja tatsächlich noch ein bisschen mehr haben. Wenn hier draus so eine kleine Technikhütte bauen würde, nur für... Eigentlich nur fürs Wasserrad. Gießgeschwindigkeit reicht mir auch. Mal schauen, dass ich so ein... warte mal. Reicht ja im Grunde genommen schon nicht mehr. Ich will hier... Also es ist ja wirklich nur so eine kleine... Wie so ein kleines Trafohäuschen sein. Kleine Hütte mit Stromgenerator, Kabel weg und fertig ist. Nur eine kleine Metalltür dann einbauen oder so. Und so ein Achtung Stromschild. Warnung vor elektrischer Spannung. Oh, hier mit dem Mülleimer kann ich die Kirschen da reinschmeißen. Oh. Die hier. Dann würde ich tatsächlich mal eben sagen, ich versuche mal nochmal den anderen Tropenbaumholz zu finden. Baumholz, ja genau. Ich gehe mal südlich übers Gelände eventuell. Also ich versuch mal den Bereich hier aufzudecken. Von hier aus Richtung Westen. Das Lavendelfeld kennen wir hier schon. So einerseits ein bisschen die Karte vervollständigen und andererseits halt vielleicht irgendwo nochmal Tropenbäume finden. Ich müsste... Hier, das ist schon cool platziert. Das ist ja diese Mini-Insel mit Sandbank oder Sandbank ähnliches und dann halt ein Schiff. Das ja, überzeugend platziert. Und hier war noch keiner dran.
Ach was. Ich wusste gar nicht, dass wir hier so einen Unterwassertempel dran haben. Das lädt doch mal ein zum Prismarinen. Ist gar nicht so einfach, die zu kriegen. Mit dem. Ich da so. Da gibt's das Marienscherben. Ich möchte nur, ich sollte vielleicht vorher sowas wie Unterwasseratmung hinkriegen. Aber gut, zu wissen. Das markiere ich mir mal. Neuer Wegpunkt. Wassertempel. Tempel. Schön, dass mir das auch mal auffällt, dass wir hier sowas in der Nähe haben. Was ist das hier für ein Kies? Basalt und Red Granit. Tiger Wood. Die Sonne jetzt entgegen ist etwas strahlend. Granit, Mann. Ich würde sagen, sag nicht, hier ist noch so ein Spawner. Sehr so quadratisch aus Money. Ist ganz normal. Müsste jetzt eigentlich schon... Ja, fast. Müsste dann hinter gleich die Autobahn kommen. Ah, fast. Okay, lass mir nochmal den Bereich hier anschauen. Haben wir zwar keinen. Ach, jetzt wird es auch noch Nacht. Haben wir nicht dafür gesorgt, dass 20 Minuten Tag ist? Das fließt hier nur einfach nicht ab. Ne? Das Problem hatten wir schon mal bei diesen blöden Inseln. Diese. Wasserfälle einfach nicht weggehen. Ich kann aber mal probieren, ob das mit dem Schwamm geht hier. Oh ja, das würde gehen. Okay, weiter sollte ich vielleicht nicht. Ist toll. Oh, das ist nicht so toll. Schwamm. Das ist toll. So, und jetzt muss ich mal eben hinfließen. Hier drauf, da drauf, dahin. Falsch platziert. Hin. Okay, dann jetzt Richtung Südwesten, Südosten. Das ist zumindest dieser Schwarzeichen-Kram. Ja, könnte ich auch nochmal mitnehmen, weil ich da ja auch festgestellt hatte, ich habe noch ein bisschen wenig davon. Nicht nur von dem Holz, sondern auch von dem Öl. Was ist denn jetzt los? Abbaulähmung 3. Aber warum?
Habe ich denn Abbaulähmung gekriegt? Hier ist jetzt so... Nicht da noch aus, als wäre hier irgendwie so eine Giftpflanze oder so. Das gab's ja auch mal. Bei Hunger? Nö, nö. Hm. Keine Ahnung. Eine Höhle? Oh, nee, nicht nur eine Höhle, sondern eine Schlucht. Dann gib mir doch mal einmal meine Harke. Das ist normales Eichenlaub hier. Hat's Eichenlaub? Okay, man... Okay. Okay. Da war einfach nur normales Eichenlaub dazwischen. Äh, 7600X oder 7950X3D? Also wenn es nach Leistung geht, letzterer. Aber wie kommst du jetzt darauf? Also prinzipiell eher 7800X3D. Für rein Spieleleistung 7800X3D. Für alles, was weiter ist, 7900 oder 7950X3D. Nein, da werden alle Kerne gekauft. Was? Alle Nein, da werden alle Kerne gekauft. Es geht ja um die Auslastung je nach Anwendungsgebiet. Die meisten Spiele können gar nicht mit den 24 Kernen. Oh Gott, jetzt muss ich kurz nachschauen. Jetzt habe ich das gerade nicht im Kopf. Mit den 16 Kernen können die gar nicht so gut umgehen. Andererseits, mehr Leistung ist auch nicht schlecht. Weil 7800X3D ist für Gaming wohl beste Sahne. Das System hat dann einen... Was? Hat einen und Spiel hat dann viele. Kannst es ausprobieren. Du wirst mit dem 7950X3D auf jeden Fall keine Schwierigkeiten bei der Performance haben. Da wird es eher andere Hürden geben. Je nach Anwendungsgebiet. Ja, okay. Wie doch wieder. Ja genau, hier ist das Schwarz-Eichen-Holzwaldgebiet. Wird meine eigene Mappe nicht angezeigt, aber ich muss ja gerade irgendwo hier sein. Doch, da wird man angezeigt. Hier ist nochmal Richtung Norden und dann wieder Richtung Osten. Das stimmt natürlich, mit einem Tool wie Prozesslasso müsste das eigentlich gehen, dass du... nur bestimmte Kerne dann den Spielen zuweist, wenn die da tatsächlich mal Probleme mit haben sollten. Dass mangels eigenen 7950X3D kann ich das nicht testen. Ob das wirklich dann besser funktioniert. Ja, dann 7950X3D, let's go.
Mal kurz hier über die Wüste fliegen. Mit Kirschbäumsche. Hase. Kürbisse! Die sind voll selten. Nein, das ist ein ganz normaler Alter. War wieder so unnatürlich geradeaus. Ah. Corned Beef Hackfleisch. Minecraft eher prozessorlastiges Game. Eher RAM-lastig. Also da würdest du eher oder profitierst du eher von DDR5 RAM als von einem allzu viel stärkeren Minecraft. In unserer Version wohlgemerkt, auch in der 1.12er Version, profitiert er von hoher Single-Core-Leistung. Weil leider in unserer Version das mit dem Multithreading noch nicht so gut klappt. Ja. Ja gut, dann ist der hier unbrauchbar. Was? Am den Ryzen 7 7800 extra D ist too weak für Nvidia GeForce GTX 1080 Ti on. Processor Intense Tasks. Das ist ja nochmal wieder was anderes, aber. Den 4% Bottleneck. Um was für Anwendungen oder um was für Task geht es da? Dann würde ich mal Richtung Norden gehen und was schnabulieren. Wie habe ich eigentlich direkt gebratenen Kabeljau gekriegt? Kabelmiau. Ich habe keinen Plan. Okay. Ja, aber Minecraft profitiert überwiegend von schnellem RAM und einer guten Single-Core-Leistung. 4,2% BN bei grafischen Lasten. Also Bottleneck. Oh, hier ist eine Hexe. Lass mir die mal kurz, jetzt nicht, die ist hier irgendwo zwischen. Steht halt wirklich genau dazwischen. Upp. Das ist auch Weidenholz hier. Andere Art von Wachstumsdings. Solche Bottleneck-Rechter sind famos. 0% bei General Tasks. Oh, eine kleine Plattform. Ich würde fast sagen, die hat einen Spieler gebaut. Nur hier keine Leitern dran gebaut, das macht irgendwie nicht so viel her. Eichenholzbretter in einem Weiden? Ja, wer weiß. Wenn da hat sich hier jemand so eine unterirdische Basis gebaut und startet von hier aus dann die IC. Eine Holzspitzhacke? Hier war definitiv ein Spieler. Uranerz? Hier war doch kein Spieler. Das ist eine Tinker-Holzspitzhacke, deswegen. Das ist ja mal interessant.
Ist ja süß. Eine Sumpfinseln. Aber halt keine Tropen. Lass mich mal in dem Bereich hier oben schauen. Nordwesten. Öl. Öl, Öl. Ganz viel Öl. Noch mehr Öl. Und noch mehr Sumpf. Ey, bei der Map irgendwie mal raus. Teilweise sehr groß aussieht, was wir hier haben. Mal Optionen, Steuerung. Fett, Zoom. Funktioniert ja gut. Optionen. Da. Steuerung. Boom. Ich kann keine Tastenkombination machen. Apostroph. Ja, 0,25 fürs Erkunden ist auch ganz gut. Geht's von mir aus jetzt leicht Richtung Westen und leicht Richtung Süden. Tastenkombination erkennt ihr nur im normalen Optionsmenü. Oh, Smaragd. Melonen! Hier krieg ich Melonensamen. Das hier ist auch nicht schlecht. Hallo Dörf. Hier war garantiert schon jemand. Ach, hallo, noch ein Dörf. Aus Marmor. Stone. Ja, hier war jemand drin. Everyone cheer, melons are here. Okay, das ist schön. Ah, ich hab dann was ausgelassen. Richtung Osten. Ach, hätte ich doch ein Flugzeug von Flans. Wobei wir auch zugegebenermaßen Mods aus anderen Mods halt haben. Aber man kann die auch mal versuchen herzustellen. Vielleicht mal versuchen, ein Flugzeug zu basteln. Gehen wir eben zum Bahnhof. Ja, roter Granit, das ist. Haben wir den Sand weggegraben. Hans sich fort. Eieieiei. So. Passt schon. In den Enderbeutel hier das Holz reinschmeißen. Prismarin. Na, die schmeißen wir mit rein. Oh Gott. Eieieiei. Heute wieder on fire. So, dann. Wir brauchen eine Ingenieurswerkbank. Die müsste hier drüben stehen.
Erstmal will ich nochmal kurz schauen, was wir hier noch haben. Ja, genau. Hilft jetzt noch relativ wenig. Hier gibt es ja Flugzeuge durchaus drin. Mal so ein sowas hier. Was haben wir denn? Vehicle Bench. Ich brauche eine Vehicle Bench. Wie stelle ich denn eine Vehicle Bench her? Oh, das geht ja sogar. Mit dem wir eben einfach nur hier nebenstellen. Hier, das Ding. Die Sachen muss ich jetzt alle haben hier, ja? Diverse Farbstoffe. Kaktusgrün wurde hier eben auch angezeigt. Ja, genau. Also Eisen, Holz, Glasscheiben. Eisen. Holz, Bretter. Glasscheiben. Ich weiß gar nicht, ob das ausreicht. Faden war dabei. Dann Harpe war dabei. Okay. Mal eben die beiden hier raus. Eventuell auch die hier. Muss mal gucken. Grün. Kaktusgrün. So, mal gucken, was fehlt noch. Hellgrau, nicht grau. Ah. Farbe hellgrau. Ach, da unten. Oh, hoppla, jetzt habe ich drei von denen gebaut. Wollte ich nicht. Ich wollte keine drei Flugzeuge bauen. Aber die muss ich ja jetzt noch ausstatten. Kann ich mir irgendwo so ein... Manual craften? Andere Flugzeuge. Hier sind auch irgendwo zwischendurch größere Flugzeuge. Aber mir reicht ja erstmal das Ding, was wir jetzt haben hier. Das hier ist doch Greatest Manual? Flight Manual. Oh je. Bücher haben? Ja, haben wir. Was haben wir nur nicht? Papier. Versus Vehicles. Basic Crafting Vehicle Assembly. Uff. It's as simple as clicking them with the required parts. When holding a ready part, hold green, hold green, okay. Okay. Wie denn dann? Ich meine, hier fehlt halt noch ein Motor und so drin, ne? Könnte man die nochmal abbauen? Oder irgendwie einfach nur Shift rechts klicken, oder nicht? Immersive Railroading. Jetzt mal damit. Nein. Brauchen wahrscheinlich wieder einen eigenen. Wrench hier, ja.
Mensch. Nächste Werkzeug. Ah. Main Instruments. Ja, okay. Ich brauche halt nur entsprechende Instrumente noch. Soll sein. Man sieht auch Shift-Rechtsklick, um es zu Sneak Attack. Achso. Ah, okay. Ja, jetzt fehlt mir aber trotzdem noch was. Simply right-click with the part. And it will attach the vehicle. Note that some parts may require other parts to be installed before any propellers. Ah, woher weiß ich denn, welches spezifische Part ich brauche? Scanner. Scanner? Light Manual sollte ich vielleicht vorher auch nochmal lesen. Mal zumindest drüber schauen. Jetzt haben wir keine Bücher mehr. Wir haben keine Federn mehr? Kann man denn keine Federn mehr haben? Engine Girls Band. Eieiei. Mann, Mann. Ja, wieder was. Sind hier vielleicht zufällig Federn drin? Noch nicht so ganz dran, aber es ist gar nicht so weit hergeholt, hier mal reinzuschauen. Hm. Wo kriege ich denn mal eben in Anführungsstrichen Federn her? Podcasten mit 1,93%. Ja, nun. Plane Engine. Nee, sowas brauche ich doch. Mercury Plane Engine. Jetzt sagen die auch nicht unbedingt bei Black, die Hühner umliegen, aber vielleicht hat sie ja was in ihren Kisten. Pflanzen, Erde. Komm mal drinnen rein. Hintenhausen. Nee. Hier waren die Pam-Sachen drin und halt ja Versuch mit Forestry. Ah, sie hat auch diverse. Haben wir schon Amaranth? Den Rest hier haben wir mittlerweile alles gesammelt. Ach Mensch.
Ja, keine Federn. Und eine Haustiermod und setzt Minecraft einander in Blacks. Ja. Also ich meine, schön eingerichtet ist es hier, ja. Besserter Zaubertisch. Boah, Federn. Sie denn keine Federn haben? Musik dreht auf, ja. Kann ich vielleicht mal. Also ist hier vielleicht irgendwo ein Hühnchen, wenn man es mal braucht? Will ich jetzt genau dann kein Star. Musik aber mal eben ein bisschen leiser. Denn Hühner jagt sie mir, ja. Kann es denn sein, dass wir hier keinerlei Hühnchen haben? Hühnchen. Ja, alles tot hier in der Umgebung. Andererseits, den Bereich hatten wir auch noch mit Flanspot mit More Creatures angefangen. Bei More Creatures spawnt erstmal alles Mögliche noch dazu und dann sind die einzelnen Sachen aber ein bisschen seltener und. Ey, jetzt hängen wir für Flugzeuge daran fest, dass ich eine Feder nicht finde. Moment. Die Forschung und Entwicklung von Flugzeugen. Nee, eben nicht. Ich habe ja versucht, am Hauptbahnhof zu bauen, das Flugzeug, beziehungsweise das Manual, das Flight Manual. Aber es fehlt halt tatsächlich Federn. Was? Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Sind halt so tierlieb, wir haben keine Massenfarmen an Tieren gebaut. Da ist ja noch offen. Wieso ist denn da noch offen? Das ist ja was. So, ich habe hier meine Hühnchen, die ich lieben gerne für Fortschritt etwas zur Verfügung stellen. Oh. Den Rückweg machen wir jetzt aber per Stargate, das dauert mir sonst zu lang. Mal kurz. Ein Bahnhof K47J6W3. K47J6W3. Hä? Warum schreibt der nicht weiter? K47J6W3. Hier ist das neue B. Nee, ja, nicht ganz. M
minimal zu spät. Aber irgendwann kriegen wir das auch hin. So, also. Wieder. Flight Manual. Propellers. If you're going to use anything that's not a car, it will likely need one of these. Well, unless it's a jet. Large diameter propellers provide more thrust than smaller ones. However, larger diameter propellers also need larger engines to turn. So it may be that a weak engine can produce more thrust with a smaller propeller than a larger one. Propellers are created on the propeller bench. Propeller pitch is also important, perhaps more so than diameter, as it determines the optimal speed at any RPM. Anything below the speed will speed the aircraft up. Note that propellers that have dynamic pitch will adjust their pitch in flight to maintain optimal thrust. It may also be reversed by pressing the rev button in the plane panel. Reverse propellers are not very effective, so make sure to use plenty of throttle and watch your temps. Time to fly. Before your first flight, you should be aware of a few key facts. First, planes do not go up when you pull up. We repeat, planes do not go up when you pull up. This is the number one cause of crashes for new pilots. In NFS and in real life, planes gain lift through moving air over the wings. Therefore, the proper way to lift off the ground is to go fast so lots of air moves over the wings and makes lots of lift. Runway, takeoff haben wir. Hier mit dem Bahnhofsareal. Not crashing into wild mountains and not crashing into the ground. The former can simply be dodged by banking the plane into a turn, by rolling the plane A or D, or simply flying above build high. Turns will slowly decrease your altitude, so watch that if you are close to turning. While flying, you may have to keep holding inputs to make your plane behave the way you want. Beacons from this node, not vanilla ones, are used to define waypoints that can be used with instruments on some planes. Pressing down a beacon and naming it will let you select it in the U panel. Trim, autopilot, landing. There is a fine line between successfully landing a plane and a controlled crash. To avoid the second category, it is important to remember this saying. To go down, you need to slow down. Speed is what keeps your plane aloft. A reduction in speed is needed to land. This can be as simple as lowering the throttle and applying flaps. Na gut, okay. Das ist ja eine Sache. So, jetzt brauche ich aber ja trotzdem... eine Engine Bench. Und... Gunbench, Instrument Bench, Opponent Bench, Propeller Bench. Aber die hatten wir die nicht schon? Ne, wir hatten schon so eine Propeller Bench. Das sieht nicht danach aus, als hätten wir es mal irgendwann eingepackt. Und hier ist er offensichtlicherweise nicht drin. Ja, turn your engine. Ja, ich vergesse, als dass da noch die Schwerpunktaktivierung dran ist. Und die Anfahrt. Ja gut, also Propellerbench brauche ich auf jeden Fall. Muss ich mal ein Amboss bauen. Propellerbench? Ey, Propeller.
klar. So. Dann Seed und Cargo Bench. Wow, ich brauche eine Eisenabfertigung. Eagle Bench habe ich. Wheel Bench. Wieder ein Amboss. Amboss, zwei Amben. Abbauen. Und hier drüben anbauen. So. Cargo Bench. Instrument Bench. Propeller. Be bisschen größer. Ich habe nur die beiden zur Auswahl? Ach ne. Large Two-Bladed Propeller, Small Helicopter Rotor, Small Pitch Diameter. Pitch. Damit klingt gut. Also Weiß, Redstone, Eisen. Was? Hey, warum schreibt er jetzt groß? Ich habe keinen weißen Farbstoff. Jetzt habe ich weißen Farbstoff, vielleicht ein bisschen mehr. Redstone und Eisen. So, haben wir einen. Dann Instrument Bench. Ja, hier Car Engine, Car Fuel, Car Oil, Speedometer. Aber ich brauche ja nicht Car, ich brauche ja Vehicle Pack. Airspeed. Ja, sowas in der Richtung bräuchte ich. Viele Farben offenbar. Gut, dass wir die alle schon mal bereitgestellt haben. Hier drin. Und hier sehe ich es gerade nicht drin, aber wir haben da ja auch die Farb. Toll. Dies hellblau, aber kein Blau. Und ist denn ausgerechnet das fehlt? Hellblau. Wenn wir doch extra die bunten Blumen da hinten angepflanzt. Black. Hätte ich da doch mal eben zwei, drei Ernten von jeder. Oder hier sind die noch drin. Guck mal. Ich will doch einfach das mitnehmen. Haben wir die ganzen Farben zusammen. Ich hätte mal eben die beiden umsonst gebauten Flugzeuge hier weg. Eins behalte ich mal. Dann den hier dahin. Propeller hier rein. Die fertigen Sachen kann ich hier oben reinpacken. Pfeil kommt da rein. Dann kommen wir noch mal zu den hier. Airspeed-Indikator brauche ich einen. Oh, John ist da. Altitude-Meter, ja. Altitude-Indikator, ja. Indicates Electrical Power and Usage. Was?
Engine-Temperatur, ja. Ich habe jetzt schon kein Schwarz mehr. Das kostet offenbar sehr viel. Wieso haben wir keinen schwarzen Farbstoff mehr? Black? Ach. Ach, weil das... Nee. Das ist bei dem hier. Dann schnell wechseln auf den Schwarzmarkt kaufen. Hallo, moin. Nein, bei mir die hier. So, Temperature. Flaps. Indicates flap set point and current value. Fuel flow. Fuel consumption. Fuel gauge reicht mir. Direction. LS. Displays instrument landing system information for beacons. Lift potential. Ja. Air pressure. Tacho. Engine Speed. Trim Indikator. Davon ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung. Aber das sollte doch wohl hoffentlich an Instrumenten reichen, oder? Was braucht man noch? Barrel. External Fuel Tank. Brigadierbox. Crate. Storage. Black Seed. Wolle und Faden. Schwarze Wolle. Wolle. Und Faden. Hatte die ersten Folgen von Feuer und Flamme gesehen und ich muss sagen, die waren einfach super. Ja, hab ich auch schon gesehen heute. Und ich stimme dir absolut zu. Also das... Laune gemacht. Dann mit der Schrottinsel schon was Besonderes. Aber Feuerlöschboot, Hubschrauber und so, das ist schon ist schon eine tolle Sache. Das ist YouTube. Oh ja. Okay, dann lass mich doch mal... Ja, haben wir doch. Wir müssen ja nicht die Breite der Landebahn haben. Oder doch? Was? Hier, direkt daneben. Das ist schon mal falsch. Oh, wird knapp mit dem einen Baum. Oh. So. Dann tauschen wir das hier mit hier. Oh. Ah, guck mal. Da ist jetzt schon mal das drin. So, dann brauchen wir trotzdem nochmal die Wrench. Instrument. So. Geschwindigkeit. X. Naja. Fuel. Link-Indikator. Tick. Jetzt Lift Potential. Ach, Blocks per Second. Okay. Jetzt machen wir schon mal unsere Instrumente vor. Jetzt brauche ich noch einen Alt. Engine-Temperatur.
Dann brauchen wir wahrscheinlich noch Räder. Auch ein Flugzeug hat Räder. Propeller, Instrument, Seat in Cargo, Vehicle, Ingenieurswerkbank. Oder noch mehr. Wird auch extra noch eine Vehicle, Wheelbench. Hatte ich doch extra noch den Amboss gebaut? Hier. Oder ist die einfach nur... Ah, die ist hier. Hier ist auch die Engine Bench. Okay, Engine. Car Engine. Mercury Plane Engine. Max Safe RPM 3250. Diesel Truck, Helikopter, Plane, Jet Engine. Würde mal die hier nehmen. 9 Kolben, 5 Obsidian. Oh. Entschuldigung. Obsidian und was war das andere? Danke. Was andere nochmal? Kolben. Kolben. Herstellen. So, bei den Rädern. No Brake Drum Wheel. Renault FT Track. Helikopter-Skid, Large Wheel, Medium Wheel, Small Wheel. Ja, das weiß ich jetzt halt natürlich nicht, welche ich da brauche. Is a wheel, does not float. das wird dann vermutlich so ein Ding, wo ich meinen Scanner drauf schmeißen kann dann. Also erstmal können wir noch die Engine einsetzen. Tada. Das sieht sogar ziemlich gewollt aus. Dann den Propeller. Auch das sieht ganz gut aus. Dann brauche ich diesen Scanner einmal. Part Scanner. Hover over a part box to see what can be placed at the slot. Ja, genau, das hätte ich gern. Aber ein Knopf. Part Scanner. Das ist OBD 3.0. Create a Part Scanner. Und Giggle mit. Okay. So, was haben wir denn noch hier? Guck mal. Alter, habe ich mich erschreckt vor dem Ton. Ganz. Ja, okay. Und ein Ground Wheel. Ground Wheel Aircraft. Was ist... Achso, Min-Max. 0,65 bis 0,95. Medium Wheel. Okay, man kann hier vier, also, ja gut, es ist halt ein Jäger, ne? Was ist das tatsächlich? Irgendwie hier hinten braucht nichts dran. Braucht überwiegend diese beiden hier. Was sind Star Trek Konsolen eingegeben? Ach so. Ja, okay. Das ist, Medium Wheel, so. Eins, zwei. So einfach kann es gehen. Dann leuchtet es schon grün. Ah. Okay. Das ist schon. Das macht schon guten Eindruck.
Aber ich brauche noch Treibstoff. Hier noch irgendwie brauche ich hier dann diese Can be right-clicking a fuel pump. Vehicle by right-clicking with a fuel can. So ein Fuel Pump, something about its shape is off. Also ich meine, Fuel haben wir hier ja in diversen Varianten. Aber trotzdem aber die Werkbänke für bauen offenbar. Fuel Pump. Und Vehicle Charger. Schulhaus. Ah. Ja, brauchen wir sonst noch was? Fuel Pump. Ich setze die tatsächlich erstmal direkt hier, direkt neben. Ja, mal direkt. Pump is empty as I insert fuel into the pump via buckets or connected to a fluid or electrical system from the bottom. Fluid from the button, das können wir ja hinkriegen. Nehme hier auch mal densen Fuel. Kann ich vielleicht mal was abzapfen? Kann ich das Light hier? Goldenes Flüssigkeitsrohr. Wooden Diamond Pipe. Die hier. So, das möchte ich eben machen. Und dann hier bei dem. Bei dem dichten Benzin, Dense Fuel. Das ist verbunden. Das ist ja schon mal schön. Schön. Na, Dense Fuel Hot. Eben wieder die hier. So rum. So, da ist ja jetzt ein bisschen was drin. Dann schnappe ich mir mal die hier. Ich das jetzt einfach hier reindrücken oder muss ich da auch darauf achten, ob es da irgendwo einen Anschluss für gibt? Contents in this jerrycan is not a valid fuel for the engines in the vehicle. Check the manual for details. Oh. Vehicle Customer Manual, Destruction Repairs, Fueling. Fuel types. Each engine has a fuel type that is associated with it. Fuel types can be served by multiple fluids, but each fluid's potency will likely differ. Potency is how much energy that fluid has, with higher potency fluids lasting long in vehicles. Genau. Und ich habe das höchst potenteste Fuel genommen, was wir haben.
Okay, dann sollte ich das hier vielleicht nochmal mit den anderen Varianten probieren. Wo jetzt drei von den Fuel Pumps. Ach toll. Scheiben. Upp. Drei hiervon. Und nochmal zwei hiervon. Haben können dann hier erstmal wieder zurück. Lesen auch das. Das auf dieser Höhe hier gebaut. Der hier. Ich mir gleich mal Flüssigkeitsrohre und schmeiß da mal die na, ihr wisst schon. Elektromotoren an, um das Fuel jeweils dann zu transportieren. Dann probieren wir einfach mal, welches davon am ehesten klappt. Fuel und Tide Fuel. Ist schon voll. Wie sehe ich eigentlich, was in welcher drin ist? Noch Contains, Light Fuel, Gaseous Fuel. Dann probieren wir es jetzt mit Light. Light Fuel geht nicht. Ich glaube, Gaseous Fuel hat geklappt, oder? Nee. Hä? Aber was kann ich denn dann für Fuel benutzen? Commands using keys, roads. Board Control, Joystick Control, Drivers Add. Beaks. Aber was für ein Fuel kann ich da nehmen? Valid Fuel Fluids for each engine and the potencies are displayed in the Engine Item Tooltip. Wollte doch mal in das Engine Item Tooltip. Nachdem ich was in-game gefuttert habe. Oder wir müssen wirklich Immersive Engineering Fuel benutzen. Wird doch nicht mit Lava angetrieben, das ist doch gar keinen Sinn. Doch! Lava oder Ethanol. Lava, Biodiesel. Lava. Gas. Wird doch niemals mit Lava antreiben? Macht doch gar keinen Sinn. Doch. Ja. Take fluids, Lava, add 1. Packen Gold mit von Decoration in den Treibstoff. Warum? Ja, ist der Wind. Oh Gott. Wow.
Eine Lava? Wirklich? Wird das Dance Fuel hier vielleicht nochmal wieder rausschmeißen mal eben? Natürlich kann ich das nicht. Also brauche ich noch so ein Ding, damit ich da mal eben Lava reinschmeißen kann. Fuel, Gaseous Fuel, Dense Fuel. Ist ja was. Also nochmal. Und dann schnappe ich mir da Lava. Mir das aus den Kapfen. Ich die irgendwie gar nicht hier mit. Wenn ich einfach einen Eimer mit Lava benutze. Ich den Lava einmal erstmal kurz ziehen. Nein. Ich. Mach gleich alles kaputt. Nein, mache ich offenbar nicht. Also es muss wirklich abgefüllt werden in diese Berry Cans. Auch noch eine Pumpe. Ah. So, dann schmeiß mal die 202 an. Einmal 202. Da reicht ja im Grunde genommen schon. Und das? Das geht wirklich. Die Frage, wie oft muss ich hier jetzt hin und her rennen? Müsste ich das denn nicht sehen können? Stopp! Halt, ich will nur meine Fuel sehen. Wo ist denn hier Fuel? Fuel. Okay, ich brauche da noch ein bisschen mehr. Aber es springt tatsächlich an. Wir könnten fliegen. Wir könnten halt nur noch gerne Tag haben. Und vor allem mehr Treibstoff im Tank. Ist ja mal. Sind wir hier noch drin? Ein bisschen. Der zeigt sogar an, wie viel man dann getankt hat. Und jetzt sollte ich mal eben dringend schlafen gehen, weil hier viel zu viel an Viechzeug rum. Erobern die Lüfte.
wie viel haben wir jetzt? Toll. Das war's dann am Main Menu Theme von damals. Das muss ich jetzt hören. Soll ich es einspielen? So, Flight Manual. Muss mal ganz kurz in die Steuerung schauen. Import Packs, Open Konfigurator Screen P. Mehr ist da nicht drin, okay. Boat Keyboard, Aircraft Keyboard. Ui. Brake. Hat funktioniert, wir sind stehen geblieben. Parking Brake, Right Shift und B. Und das muss man auch erstmal. Radio? Mod. So, L, J, S, W. Pitch up und down. Throttle up und down. I und K. Also ich hoffe einfach mal, dass I und K sowie WASD ausreichen, um einigermaßen zu fliegen. Noch L und J, okay. Mir das hier allzu viel? Ich glaube nicht. Will hat. Do the background textures of the HUD will not be. Achso, das hier. Okay, das finde ich schon besser. Unter Windows. Achso. Vehicle Beams, Bright Lights, Player Tweaks. If two player hands will be modified when holding. Okay. Okay, das heißt, mit I müsste ich jetzt. Oh, wow. Das sollte ich vielleicht besser nicht machen. Warte mal. Option. Nein, Stückbaren. Steuerung. I. Ich muss einmal mein Backpack vom I wegpacken. Shift I, I. Shift B, Steuerung B, Alt B, das ist ja alles besetzt. Da ist Shift B draus, so. Bremse gelöst. Wir sind irgendwie viel zu langsam. Nicht so tief, Rudi.
Ich habe das Gefühl, wir brauchen vielleicht doch eine etwas engere Startbahn. Kann ich drehen? Drehen. Wie schnell ist denn das Fuel weg? Uff. Oberflachs an meinem Dorfburg im Baumdingens sind Auto, ey. Aircraft Keyboard. Wollen. Ich kann nochmal. Yawn. Mal Shift B, löst die Bremse. Ah, jetzt gucken wir uns. Hält schön auf dem Bahnhof bzw. die Raffinerie zu fliegen beim Starten. Da wird schon schief gehen. Komm mal richtig. Vollstoff. Heben. Okay, ich muss drehen. Der Motor überhitzt gleich. Jetzt heb ab! Ich würde sagen. Doch, ich habe einen Höhenruder, man sieht es nur leider nicht so ganz. Der sollte mal bremsen. Überhaupt keine Geschwindigkeit aufgekriegt. Schon mal einmal drehen. Oh. Rasieren wir irgendwas weg? Nee, tatsächlich nicht. Ah, da ist keine invertierte Steuerung oder so dran. Also vorhin, als es hier, da kannst du sehen, Windklappen dran. Ah, da hinten. Hier hinten sind theoretisch, da sieht man so ein kleines bisschen, da sind Klappen dran. Ich werde nochmal versuchen. Und diesmal S drücken statt, aber eigentlich brauchen wir erstmal nur Geschwindigkeit. Wir haben ja noch nicht mal genug Geschwindigkeit bisher gehabt. Der Lift, gedöns. Na, guck mal, wir werden nicht schnell genug. Mehr als diese Geschwindigkeit kriegen wir irgendwie nicht hin. Klappen nach unten.
Ja, dann habe ich eben schon richtig gedrückt, weil ich hatte ursprünglich W gedrückt. War vielleicht der Untergrund entscheidend? Meinst du, ich soll mal versuchen, auf den, auf der Autobahn zu starten? Kann ich natürlich mal versuchen. Allerdings weiß ich nicht, wie gut das Vehikel, auf, einen Block Höhenunterschied klarkommt. Ich kann ja mal langsam zum... Eigentlich habe ich keine Zeit mehr. Es ist 22 Uhr. Ja. Ab ins Bällchen fliegen, ja. Ich kann mal eben hier dran probieren, wie gut es mit einem Block Unterschied klarkommt. Also in der Theorie können wir so uns bewegen. Praktisch. Hängen wir fest. Was passiert denn, wenn ich jetzt das Vehikel einmal abbaue? Da noch alles drin? Müsste ja eigentlich. Hoffentlich. Versuchen wir doch mal auf der Autobahn zu starten, weil das ist die längste Start- und Landebahn, die wir zur Verfügung haben können. Hier schön mittig positionieren. Ja, ist noch alles da. So, Fuel ist schon fast weg. Also das wird eine Bruchlandung werden. Sehr viel, also wir kommen nicht mal auf 10 Blöcke pro Sekunde. Wenn wir wenigstens in diesen grünen Geschwindigkeitsbereich kämen. Macht mir ehrlicherweise Sorgen, wie schnell halt der Treibstoff hier alle ist. Ich würde sagen, da müssen wir dann nochmal ein andermal weitermachen. Und dann gegebenenfalls nochmal den Motor tauschen, Propeller tauschen. Da scheint es ja offenbar Dinge zu geben. Ich würde halt irgendwie nochmal schauen, ob man einen Tank einbauen kann. Das kann ja nicht sein, dass er so schnell den Tank leer säuft. Weil wir sind ja nicht mal weit gekommen. Mal im Creative rumtüfteln. Weil du im Creative ja wieder ein paar Sachen zur Verfügung hast, die du hier im normalen Survival nicht zur Verfügung hast. Also es... naja. Okay, aber das müssen wir tatsächlich beim nächsten Mal machen. Am Samstag geht's weiter mit Minecraft. Bis dahin... Schaut trotzdem gerne vorbei. Morgen gibt's Skyrim, übermorgen World of Warships, Freitag gibt's Sea of Thieves und dann... dann sind wir wieder bei Minecraft. Ja. Ja, so viel zum Innenausbau. Wir haben das Flugzeug innen ausgebaut. Sea of Thieves. Ja.
So. Gut. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tüdelö, macht's gut, schlaft gut. Ich muss eigentlich längst schlafen. Ich schalte mal direkt aus, wirklich. Ich muss schlafen. Okay. Ich hab Frühdienst heute gehabt, hab heute Mittag nicht gepennt und ich muss morgen auch relativ früh raus. Gute Nacht.